Das ist natürlich generell relativ schwierig, einfach sich vorzubereiten, gerade durch diese ganzen Geschichten. Dann darf man nur in kleinen Gruppen trainieren, dann die Gruppen werden sie ein bisschen größer. Let the drama begin. Eintracht Norder steht, wie gesagt, in den roten Trikots. Fehler hier vorne von Moritz Klos, gibt dementsprechend den Einwurf und der könnte richtig teuer werden. Das ist Barry, allein vor Huxoll, der geht vorbei und der macht das 1:0 für Altona 93. Alagi, Barry, zweite Spielminute und Altona ist in Führung durch einen mega Bock da hinten bei Norderstedt. So viel zum Thema. Kummerfeld mit dem Ball in Richtung Jan Lüneburg. Der ist ordentlich. Da ist er jetzt vorne schon wieder am Ball. Jordan Brown im Doppelpass mit Gutmann. Das ist überragend gespielt. Und das ist der Ausgleich für den FC Eintracht Norderstedt. 16. Spielminute. Sie haben drauf gedrängt und sie haben es erreicht. Nach dem Ball, sah nach Eigentor aus, oder? Das sah mir sehr streng nach Eigentor aus. Diesen Treffer gut, auch wenn er das nicht gern hören möchte. Johann von Knebel aus der Drehung. Das sind die Comeback-Qualitäten, die wir angesprochen haben. 2:1. Norderstedt dreht das Spiel innerhalb von einer guten Viertelstunde nach dem Gegentreffer. Das ist richtig gut gemacht von Moritz Klos. Und jetzt gibt's den Elfmeter. Barry gegen Huxoll. Barry trifft. Nachspielzeit des ersten Durchgangs 2:2. Alagi Barry. Wir haben ja doch schon festgestellt, dass Altona besser aus der Kabine gekommen ist. Seht ihr das auch so? Haut das gerne mal unten in den Chat. Oder seid ihr der Meinung, Norderstedt hat jetzt wieder Oberwasser? Kummerfeld. Flanke in Richtung Jan Lüneburg. Mr. Pokal. Jan Lüneburg. Und Markus kann sich nicht mehr halten. Norderstedt kann sich nicht mehr halten. 2:2. 68. Also, Stand 15.34 Uhr. Es ändert sich schnell. Norderstedt gegen Sasel, aktuell das Pokalfinale. Und beinahe hätte Lüneburg da fast schon Haken dran gemacht. Und wieder die Flanke von außen, diesmal in Form eines Eckballs und wieder Jan Lüneburg mit dem Kopf. Also das Muster, das zieht sich wirklich durchs gesamte Spiel hier. Ja, Brandis. Njaku bekommt den. Das Spiel ist vorbei. Der erste Finalist im Hamburger Pokalfinale 2020 heißt mutmaßlich unterm Strich verdient der FC Eintracht Norderstedt. Sie schlagen uns ein Spiel mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Spielphasen, das wir auch gesehen haben. Also dadurch hat es sich ja auch letztlich ausgezeichnet. Wie gesagt, 3:2 am Ende mutmaßlich in Ordnung für den FC Eintracht Norderstedt, wenn man sich den Spielverlauf anschaut. Ja, also über 90 Minuten gesehen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Es gab natürlich immer wieder Phasen zwischendurch, wo es nicht gut war, wo Altona die bessere Mannschaft war. Da hätte man sich auch nicht beschweren dürfen, wenn das Spiel nochmal gekippt wäre in die andere Richtung. Aber wie gesagt, über die gesamte Spielzeit gesehen, denke ich, war Norderstedt die aktivere Mannschaft, hatte Norderstedt die besseren Torchancen. Und das Ergebnis geht dann daher auch in Ordnung. Das Finale heißt nun Sasel oder Rugenbergen, eben gegen Eintracht Norderstedt. Wer wäre dir lieber? 1:0 steht es momentan für den TSV Sasel parallel. Wir nehmen es, wie es kommt. Also, ja, ist schwierig. Also Sasel ist natürlich auf jeden Fall eine hochklassige Mannschaft, eine wirklich richtig gute Oberligamannschaft geworden jetzt in 2-3 Jahren. Hat jetzt natürlich mit unseren ehemaligen Spielern, Deran Töxis und Marin Manic, auch nochmal richtig Erfahrung dazu bekommen. Rugenbergen war letzte Saison in der Oberliga nicht so weit vorne dabei und ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Überraschungsmannschaft dieser Pokalsaison. Die hat man ja in jeder Pokalsaison eigentlich dabei und ist vielleicht deswegen noch umso gefährlicher.